Hi, ich bin Art von Arts Garten und heute pflanze ich mal meine Chilis um, die ich dieses Jahr vorgezogen habe, hier in verschiedene größere Töpfchen, weil es wird langsam zu eng in der einen Box, wo ich alle ausgesät habe. Und dann wollte ich noch ankündigen, dass ich ein zweites Video kurz nach diesem Video hier hochladen werde, wo ich dann noch ein paar Sachen aussehe. Und dort wird es eine richtig coole Verlosung geben, aber da sage ich dann später, was man genau gewinnen kann. Man sieht das hier zwar schon ein bisschen, aber da werde ich das nochmal genauer erklären. So, guckt auf jeden Fall dieses Video, wenn ihr interessiert seid in der Chili-Anzucht oder in Chili-Pflanzen allgemein. Und guckt auf jeden Fall auch das zweite Video, was hier nachfolgt, weil dort könnt ihr was richtig Cooles gewinnen. So, hier stehen noch die Chilis zwischen den ganzen anderen Pflanzen in dieser einen Box. Die Lampe ist auch eigentlich meistens an. Deswegen sind die eigentlich auch gar nicht so krass geschossen. So, die Lampe stelle ich mal eben zur Seite. So. Die nehme ich jetzt mal mit raus. Und ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich oft die Nase hochziehe, aber mich hat es leider auch ein bisschen erwischt. So. So, man sieht hier, ich muss auf jeden Fall mal wieder gießen. Das habe ich jetzt extra nicht gemacht, bevor ich umpflanze, weil sonst ist ja hier nur Matschepampe drin. Man sieht, manche sind riesig geworden, manche sind noch total mickrig. Und hier habe ich aufgeschrieben, hier habe ich abgebrochene Seite aufgeschrieben, hier ist es abgebrochen. Und so habe ich dann ja dieses Muster gelegt und jetzt weiß ich genau, wo ich was gepflanzt habe und kann das halt dann auch dementsprechend hier in den Töpfen beschriften. Jetzt fange ich mal an, hier ganz oben links mit der, na, die ist auch eigentlich die kleinste, da fange ich oben rechts an. Da habe ich nichts, genau. In diesem Feld. Und dann kommt die Scotch Bonnet. Das ist das eine einzige, ne, zwei sind davon gekeimt. Eine ist ein bisschen mickrig, aber die andere, die versuche ich jetzt mal rauszuholen. Die sind schon ein bisschen krass verwurzelt. So. Na, es geht noch. Hier die kleine. Ich weiß halt nicht, was ich mit der mache, ob ich die auch einpflanze. Aber hier habe ich auf jeden Fall schon mal die Scotch Bonnet. Und dann nehme ich mir die. Hier in so ein Töpfchen, in so einem Plastikbecher. Die hatte ich noch irgendwo rumfliegen. Und die pflanze ich jetzt ein. Das ist ein Gemisch aus Kokoserde und Blumenerde. Ich will die ja tiefer einpflanzen, deswegen fülle ich schon mal ein bisschen was ein. Versucht ja einigermaßen gerade zu bekommen. Oder auch nicht. Muss ich dann ein Stäbchen reinstecken zur Stabilisation. Hier habe ich die erste umgetopft. Ist jetzt wieder wesentlich kleiner. Jetzt nehme ich mir hier ein bisschen Papier, Krepppapier. Nicht Krepppapier. Krepppapier benutzt man in der Küche, oder? Keine Ahnung. Halt auf jeden Fall so Klebeband. Hier habe ich jetzt das. Und schreibt er jetzt drauf: Scotch Bonnet. Scotch Bonnet. So, Clips drauf und fertig. Dann mache ich jetzt mal so weiter und melde mich dann gleich wieder. Die Jamaican, keine Ahnung. Hot ist auf jeden Fall hier die größte von allen. Keine Ahnung, warum die so gut wächst und andere so mickrig. Aber ist ja egal. So, ich gieße jetzt auch schon mal zwischendurch an. Und ich hoffe nicht, dass die Pflänzchen hier draußen einen Kälteschock bekommen. Es sind jetzt so ungefähr 10 Grad und vorher stand hier die ganze Zeit wärmer, viel, viel wärmer im Haus. Oder nur noch 5 Grad oder so, keine Ahnung. Und ja, deswegen beeile ich mich jetzt ein bisschen, die nicht zu lange hier draußen stehen müssen.
So, jetzt bin ich fertig mit dem Umtopfen. Jetzt die letzten Pflänzchen noch angießen. So, zwei oder drei Pflänzchen habe ich hier drinnen gelassen, weil ich keine Töpfchen mehr habe. Muss ich mir erst neue besorgen. Und die sind außerdem eh extrem klein. Zum Beispiel der hier, den sieht man kaum. Der so klein einfach ist. Deswegen mache ich die Erde jetzt nochmal schön nass. Dann können die drei hier noch ein bisschen länger drin wachsen. Weil die brauchen ja wirklich keinen neuen Topf erstmal. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich alle Pflänzchen unterbekomme. Ich glaube, das wird so eine Sache. Den bringe ich jetzt erstmal rein. Vielleicht stelle ich hier einfach noch einen drauf. So. Das bringe ich jetzt mal so rein. Und stelle das einfach wieder hier hin. So. Also man sieht, hier ist alles eigentlich schon voll. Da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. Vor allem, dass die auch alle genügend Licht bekommen. Endlich geschafft. Ich habe für jede Chili- und Paprikapflanze einen Platz gefunden. Hier stehen ein paar. Hier steht eine. Wo habe ich denn noch welche? Ich finde die jetzt gar nicht hier. Hier steht eine, da steht eine. Hier oben steht eine. Hier auf den größeren Töpfen stehen welche. Ja. Also, das war's dann jetzt erstmal soweit. Ich schreibe jetzt gleich nochmal rein ins Video, wann ich die ausgesät habe und welchen Tag wir heute haben. Also heute kann ich ja sagen, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt den 6. März. Ja. Das war's dann jetzt soweit hier erstmal von der Chili-Umpflanzaktion. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder oder die Tage, wo ich dann die Sachen verlose. Also auf jeden Fall auch da einschalten. Bis dahin. Ciao, ciao.